Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jason. Für alle Patch-Note-Dodger. Es gibt jetzt den neuen Diablo 3 Patch 2.4 in 120 Sekunden und wir starten gleich mit dem größten Feature, den Set Dungeons. Jede Klasse kann insgesamt 4 Stück davon machen. Alle 6-teiligen Sets können dafür eingesetzt werden und jedes Set hat einen eigenen Dungeon. Und wenn ihr dann durch seid, gibt es Flügel und das nette Porträt, das ihr gesehen habt. Des Weiteren gibt es eine neue Season und hier tut sich einiges bei den Seasons. Es gibt keine exklusiven Legendaries mehr, bedeutet also, ihr könnt alle überall alle Items finden, nicht nur in der Season. Und es gibt Haedrix Geschenk, das bedeutet ein Gratis-Set für alle. Und dann gehen wir mal weiter zu dem neuen und wohl auch unter anderem wichtigsten Thema. Insgesamt gibt es über 50 neue Legendaries, neue Sets und die neuen Legendaries wollen natürlich gefunden werden. Und rechts habe ich euch den kleinen Farm Guide eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zu einem Overview-Video, wie ihr denn im neuen Patch am besten diverse Items farmt. Weiter geht's jetzt aber mit Neuerungen, und zwar gibt es noch eine nice Würfelneuerung. Es gibt ein neues Rezept, genauer gesagt auf dem 8. Slot, also wenn ihr ganz hinterblättert bis zu Platz 8, gibt es ein neues Rezept. Und mit diesem neuen Rezept könnt ihr alle eure uralten Items verstärken. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auch wieder im Link. Dafür wäre das Video hier ein bisschen zu kurz. Und was noch Neues, aber auch sehr, sehr wichtig wird in dem Patch, sind aufgewertete Portale, also Greater Rifts für Gold, wie ihr es unten im Hintergrund sehen könnt. Je nach Riftstufe zahlt ihr zusätzlich ein bisschen Gold und damit habt ihr dann die Möglichkeit, ein zusätzliches Upgrade am Ende, wenn ihr den Rift schafft, einzusetzen. Das waren mal so die Kernthemen, die neu sind. Was auch noch ganz, ganz neu sind, es gibt neue Gebiete und neue Monster. Also auch hier gibt es Farm technisch ein bisschen ein Upgrade, also wenn ihr dann mal sich ein Rift öffnet, wo ihr denkt, oh, oh, was ist denn das? Das ist natürlich dann eines der neuen Gebiete, wird auch in den Rifts mit übernommen und macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. So, ich glaube, es ging sich jetzt haarscharf um 2 Sekunden aus. Ich habe euch die Kernthemen gesagt. Sollte ich was vergessen haben, findet ihr es wieder unterhalb im Link in unserer großen Patch 2.4 Übersicht. Da ist wirklich alles dabei. Alle Farm Guides, natürlich auch die neuen Klassen Guides. Und für euch gibt es noch eine kleine Aufgabe. Wer es noch nicht getan hat, vergesst mir nicht, den Channel zu subscriben. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald es ein neues Video gibt. Und bis dahin, Freunde, viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.